Fahndet Branka. Ja, der tagtäglich vom 30. November 2015. Heute mit Samsung Galaxy S7 und auch Nvidia Shield Tablet mit sensationellen AnTuTu-Benchmark-Ergebnissen. Das Nvidia Shield Tablet X1 soll laut eines Leaks 134.000 Punkte in eben der Benchmark AnTuTu erreicht haben. Eingesetzt werden soll bei dem Tablet der Tegra X1 SoC mit 8 Kernen. Ja, ebenso ein sensationelles Ergebnis hat das Samsung Galaxy S7 erreicht, bei dem der Exynos 8890 zum Einsatz kommen soll. Auch hier ein geleaktes Benchmark-Ergebnis und das Ganze liegt bei 103.000 Punkten. Das heißt, ein bisschen unter oder deutlich unter dem Ergebnis von dem Nvidia Shield Tablet. Aber dennoch sehr gut. Mal kurz zum Vergleich oder zur Erinnerung. Das Samsung Galaxy S6 kommt mit dem Exynos 7420 auf 70.000 Punkte und ist da eigentlich schon relativ oder sehr, sehr hoch. Und dass das Ganze noch deutlich steigerbar ist, zeigen die beiden Ergebnisse, so weit die dann stimmen. Handelt sich natürlich bei beiden jetzt nur um Gerüchte, da es sich, wie gesagt, um geleakte Ergebnisse handelt. Ja, apropos Nvidia Shield. Wir haben das Nvidia Shield TV für euch zum Testen. Das heißt, drei Leser haben die Möglichkeit, diese tolle Android-Konsole bei sich zu Hause zu testen. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist uns erstmal zeigen, wo ihr denn die hübsche Konsole bei euch zu Hause platzieren würdet. Und wenn ihr das getan habt, dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Die ganzen Teilnahmebedingungen. Oh, da hat der Frank gerade ein iPhone 6 fallen. Oh, das ist ja, das sieht gar nicht gut aus. Ja, was wollte ich sagen? Achso, Teilnahmebedingungen und alles weitere dann auf giga.de/android. Auf giga.de/apple lest ihr in einem Artikel, dass die Apple Watch augenscheinlich als Weihnachtsgeschenk entweder für andere oder auch für sich selbst, wer sich selbst beschenkt, kann natürlich auch sein, ich mache mir auch immer selbst ausschließlich Geschenke eigentlich, niemand schenkt mir was. Und ja, wer das tut oder wer anderen etwas schenkt, scheint wohl in diesen Tagen und auch in den letzten Monaten häufiger an die Apple Watch zu denken, denn die Verkaufszahlen sollen laut Analysten nach oben gegangen sein, so auch beim oder am Black Friday Wochenende. Und ja, der Trend soll schon in den letzten Monaten, wie gesagt, eingesetzt haben und sich immer weiter fortsetzen. Von Apple gibt es leider keine offiziellen Verkaufszahlen, das heißt, man muss sich da eben dann auf die Aussage der Analysten verlassen können oder verlassen, wie man denn möchte. Weitere Infos zu dem ganzen Thema dann auf Giga Apple und bei Giga Windows findet ihr ein ganz besonderes Notebook, muss ich sagen. Ja, alle Star Wars Fans werden sich wahrscheinlich auf das Teil stürzen, denn es ist ein Star Wars Notebook von HP, 15,6 Zoll mit Full-HD-Auflösung, Intel Core i7 Prozessor mit 8 GB RAM. Alles in allem nichts Besonderes, das Ganze kostet 999 €. Das Besondere daran ist aber, dass das Ganze eine rot beleuchtete Tastatur hat, das ganze Gehäuse ein bisschen im Star Wars-Theme gehalten ist und auch die Oberfläche selbst eben von Windows 10 mit einem Star Wars-Theme ausgestattet werden kann. Derzeit gibt es noch diesen Monat, das heißt also nur noch heute, wer interessiert ist, 15% Rabatt auf das Gerät, Coupon und alle weiteren Infos zum Notebook mit oder zum HP Star Wars Special Edition Notebook dann auf giga.de/windows. So, das war's mit dem heutigen tagtäglich. Heute haben wir den ohne Smartphone aufgenommen, das heißt ganz normale Kamera. Falls euch das Video dann gefallen hat und ihr Fragen oder ihr Fragen, nee, falls euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, jetzt dann einfach in den Kommentaren stellen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis dann. Yeah.